Hallo zu meinem heutigen Video. Der Anlass, dass ich dieses Video drehe, hat damit was zu tun, dass ich jetzt seit ein paar Wochen zu Hause bin. Ich habe Erziehungsurlaub. Nichts, was dass das jetzt euch unbedingt was angeht, aber es hat ja indirekt was mit diesem Thema zu tun. Und zwar die Maschen der Betrüger. Erstmal am Telefon. Also ich bin ja den ganzen Tag zu Hause und hin und wieder klingelt dann mal das Telefon. Ja, und ich habe jetzt in den letzten 3 Wochen zweimal, ja, sage ich mal, so eine Scheinfirma am Telefon gehabt. Eine nette junge Dame, eine freundliche Stimme. Und angeblich hätte ich ja was gewonnen. Ich hätte eine Reise gewonnen. Diesmal war es im Wert von 769 Euro. Ich könnte die wunderschöne Stadt Prag besuchen. Und ich dürfte sogar noch eine zweite Person mitnehmen, weil die sind ja nicht blöd, die gehen schon davon aus, dass ich in einer Beziehung oder in einer Ehe lebe. Und ja, und dann machen die immer so eine Redepause, dass man sich das erstmal ganz kurz verarbeiten kann. Aber es geht dann relativ schnell weiter. Dann heißt es, zusätzlich habe ich zu dieser Reise noch 769 Euro im Bar gewonnen, so in der Art, dass ich praktisch kein Taschengeld brauche, dafür wurde auch gesorgt. Und dann eben, ja, die gegengesetzte Meinung, was ich denn davon halte. Dann, ich habe das Spiel relativ schnell durchgeblickt, ich habe einfach mal die Dame am Telefon so weiterreden lassen und habe gesagt, ja, ich war doch eigentlich schon in Prag, was ja auch stimmt. Dann sagte sie zu mir, ja, aber sie hätten da auch eine Alternativreise. Ich könnte auch eine Kreuzfahrt buchen. Ich weiß zwar nicht, was für eine Kreuzfahrt das ist für zwei Personen für 769 Euro, aber die Dame hat mir das am Telefon natürlich versucht so zu, ja, übermitteln. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wie gehen wir denn jetzt vor? Und dann sagte sie zu mir, ja, es gäbe anscheinend ein neues Gesetz. Und mir könnten Sie deswegen keinen Scheck zukommen lassen, wegen diesen 769 Euro dann auch noch dazu im Bar. Ich sollte doch bitte meine Kontodaten durchgeben, damit Sie mir das Geld überweisen können. Aha, alles klar, wunderschön. Natürlich habe ich meine Kontodaten nicht gegeben. Ich habe ihr gesagt, sie soll es nicht persönlich nehmen, aber aus Sicherheitsgründen gebe ich solche Daten am Telefon nicht weiter. Daraufhin hat sie verdutzt, ja, ein bisschen verdutzt gesprochen am Telefon, so, ja, und wurde auch ein bisschen pampig, so, ja, ich soll doch jetzt nicht rumzicken oder so, ich hätte doch da mal eine einmalige Chance und es gäbe ja in Deutschland Gesetze und ich müsste doch keine Angst haben. Und das hat sie wirklich dreimal versucht und beim dritten Mal habe ich dann gesagt, also jetzt habe ich die Nase voll. Ich gehe stark davon aus, dass es das 100% ein Betrug ist. Und wenn ich denn was gewonnen habe, sollen Sie das doch bitte schriftlich zusenden, damit ich mich auch informieren kann, was für eine Firma dahinter steckt. Ja, danach wurde natürlich das Gespräch relativ kurz gehalten und die Dame hat dann irgendwann mal aufgelegt. Ja, und ich mache mal weiter hier. Das ist jetzt die Erfahrung mit der Reise. Die nächste Erfahrung, das habe ich nicht selber gemacht, sondern habe ich bei einem, ja, Bekannten, der auch schon in der Rente ist, der hat einen Anruf bekommen. Anscheinend sei der Verwandte im Ausland, meistens ist es Russland, also jetzt nichts gegen die Russen oder so, ich habe also überhaupt kein Problem mit russischen Freunden. Aber ja, und da soll ein Verwandter einen Unfall gehabt haben und man soll eine gewisse Summe überweisen. Auch sehr, sehr verdächtig. Natürlich hat das dieser Bekannte nicht gemacht. Und die nächste Masche ist Bargeld oder Auto gewonnen. Vielmal sagen sie, man hat ein Auto gewonnen, das Auto steht aber noch im Ausland und man müsste diese Überbrückungskosten, Ausland, Überbrückungskosten heißt das, glaube ich, überweisen, damit man das Auto bekommt. Super. Und wenn ihr das natürlich tut, erstens haben die dann durch die Überweisung höchstwahrscheinlich eure Kontodaten. Und zweitens ist es dann so, dass ihr natürlich das Geld nie wieder sehen würdet. Bargeld ist ähnlich, also im Bargeld, wenn man Bargeld, angeblich Bargeld gewonnen hat, dann wollen die meistens die Kontodaten haben. Bitte tut das nicht.
Was mich an der ganzen Sache stört, ist, meistens sind es ältere Leute davon betroffen oder grundauf ehrliche Menschen. Ich werde jetzt auch nicht den Begriff naiv benutzen, das werde ich nicht tun, weil ich das nicht so sehe. Ich sehe einfach auch von der psychologischen Sparte her, dass grundauf ehrliche Menschen, ja, meistens ja Opfer von solchen Betrügern sind. Ich würde mir da schon viel, viel mehr Schutz, ja, wünschen, dass so etwas eigentlich gar nicht mehr geht. Ja, dann gibt es noch eine andere Masche der Betrüger, und zwar per Mail. Das habe ich jetzt auch in den letzten paar Wochen vermehrt gemerkt und finde das eigentlich auch eine Riesenschweinerei, dass da die Leute eigentlich tun können, was sie wollen, wie damals in Texas. Und zwar Komplikationen bei ihrem Kauf. Bitte einloggen. Es spielt überhaupt keine Rolle, seid ihr bei eBay, Amazon, egal was es ist. Wenn ihr so eine Mail bekommt, angeblich von eBay, angeblich von Amazon, angeblich von PayPal, spielt keine Rolle. Loggt euch nicht über die eingegangene E-Mail in eure PayPal, Amazon, eBay oder diversen Konten ein, weil meistens ist hinter dieser Mail so eine Programmierung, dass eure Einwahldaten an die bösen Jungs weitergereicht werden. Bitte, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, diese Mail könnte seriös sein, geht direkt über euren Browser auf die Internetseite, loggt euch direkt auf der Seite ein und schaut nach, ob es da Komplikationen gibt oder ob es da irgendwelche, ja, Ungereimtheiten gibt. Benutzt nicht die eingehende Mail. Das Beste ist, sowas tut ihr gleich löschen oder in den Spam-Ordner verschieben, dass ihr solche Mails aus Versehen auch gar nicht mehr bekommt. PayPal-Konto überprüfen, einloggen. Das habe ich letztens auf meinem iPhone, also hatte ich so eine Mail, und ich hatte auch zufälligerweise gerade zu diesem Zeitpunkt auch eine Zahlung getätigt über PayPal. Da war ich natürlich ein bisschen so am Straucheln, obwohl ich da sehr, sehr vorsichtig bin. Was könnten das dann sein? Und natürlich habe ich dann, wie vorhin auch schon erwähnt, nicht über diese E-Mail mich eingeloggt, sondern bin dann über den Browser ganz normal zu Hause dann und habe dann geschaut, dass da eigentlich überhaupt kein Problem besteht, dass die Zahlung durch ist. Und das war natürlich auch ein Versuch der Betrüger, an meine Daten ranzukommen. Und falls ihr sowas bekommen solltet, besonders bei PayPal, seid bitte vorsichtig. Momentan ist es ziemlich heftig, was da an Mails, ja, die Leute an Mails, betrügerische Mails erhalten. Ich kann mir vorstellen, dass auch ein größter Teil nicht so, ja, leichtsinnig ist und da reinfällt, aber ein kleiner Prozentsatz reicht den Leuten schon, um viel Geld zu machen. Ja, und ganz, ganz wichtig, das müssten jetzt aber schon sehr, sehr viele von euch wissen. Wenn ihr eine Mail bekommt, egal ob das eine Mail von einem Bekannten ist oder eine Mail von einem Unbekannten da sowieso, wenn da ein Anhang ist mit einer ZIP oder Excel oder eine ausführbare Datei, was ausführbare Dateien sind, könnt ihr auch googeln. Nehmt diese Mails nicht an, oder wenn, dann nur sehr, sehr vorsichtig. Also wenn ihr euch sehr gut auskennt, dann wisst ihr auch, was ich mit Vorsicht meine. Lasst euch einfach mal auch einen Virenscanner drüber laufen. Am besten lasst euch einfach Sachen, die in ZIP-Form sind oder Excel-Datei sind, nicht per Mail zusenden, denn hier kann wirklich alles Mögliche als Anhang dabei sein. Und wenn der Absender selbst jemand ist, den ihr vertraut, denn derjenige könnte ja auch betroffen sein von einem Trojaner, von einem Virus, das sich dann per Mail-Kontakte dann eben verbreitet. Das sind so meine, sag ich mal, kleinen Tipps gegen Betrügermaschen. Natürlich haben die Betrüger noch viel, viel mehr Tricks und Maschen drauf. Mit euren Erfahrungen könnt ihr gerne unter dieses Video mit mir teilen, und vielleicht können wir dann so gemeinsam den ein oder der anderen von Betrügern schützen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.